Ich habe versagt. Ich habe nur eine der Zielpersonen erwischen können. Seien Sie unbesorgt. Die Mission war ein Erfolg. Das verstehe ich nicht. Wie fühlt sich Ihr Arm an, Chef? Tut's noch weh? Werde ich krank werden? Deswegen wurden Sie doch auserwählt. Wegen Ihrer genetischen Marker. Das, was Sie sind, nennen Wissenschaftler einen Elite-Controller. Ein Elite-Controller? Manche Menschen können sich mit HIV infizieren, aber bekommen doch nie AIDS. Manche sind immun gegen Ebola. Ihre genetischen Marker sorgen dafür, dass Sie nie an irgendeiner Variante der Vogelgrippe erkranken werden. Deswegen haben Sie mich für diese Mission ausgewählt? Ja, und wegen Ihres Überlebenswillens im Gefängnis. Wozu sollte ich die beiden töten? Manchmal muss man ein paar verdorbene Äpfel aussortieren, um den Rest zu retten. Wie viele Äpfel? Und wer entscheidet, wer geht und wer bleiben darf? Sie? Nachdem bekannt wurde, wie tödlich das Virus ist, hat das CDC empfohlen, dass sich jeder testen lassen soll, damit die Regierung feststellen kann, wer geimpft werden muss. Durch Überprüfung der genetischen Marker. Der Nächste? Sie wollen von jedem die DNA haben. Nach dem 11. September waren die Menschen bereit, die NSA alle erdenklichen Daten über sich sammeln zu lassen, solange es Sicherheit bedeutet. Und nun sind alle sicher vor einer neuen Bedrohung. Nur ist das dieses Mal eine Krankheit anstelle von Terrorismus. Und was haben Sie vor mit all diesen vielen Daten? Wir werden dafür sorgen, dass jeder dieselbe Chance bekommt wie Sie, Jeff. Die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen. Es ist eine einfache Rechnung. Sobald die DNA aller Bürger in der Datenbank des Gesundheitswesens gespeichert ist, muss man nur noch aussortieren. Aussortieren? Und zu welchem Zweck? Um den nächsten großen Filter passieren zu können. Und was für ein Filter ist das? Unsere eigene barbarische Geschichte.